So, meine Aufnahme läuft jetzt auch. Wunderbar. Meine auch. Okay. Alle da, Andi? Jo. Ja. 3, 2, 1. Ja, moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Let's Play ETS 2 Konvoi Multiplayer. Mit heute mal 5 Leuten insgesamt. Nämlich, ich fange mal von links an, der Josh ist dabei. Hallöchen, guten Abend. Der Carsten ist dabei. Moin moin. Der Chakoti ist dabei. Mahlzeit. Der Andi ist dabei. Mit der männlichsten Hupe. Und ich bin dabei. Ah, genau neben mir. So. Die männlichste Hupe, ja, hast du sehr schön ausgedrückt, ja. Mit der Queen Lady heute, ja. Ja, er ist jetzt, das sieht aber echt gut aus. Die Queen Lady mit Farbe. Andi, das ist das erste Mal, dass ich dein Repaint lobe und das ist 200 Folgen her. Also das ist schon gut. Okay, lass uns mal unsere Aufträge Bitte. Holen. Ich gehe jetzt mal in den Truck rein. Gehst mal in den Truck rein. Ist schön hier bei euch. Sonst ist das so laut. Tada. So. Warum macht er mir jetzt das Navi hier rein? Ja, weil ich will das aushaben. Scheiß Ding. Weil das hier ein Schlafplatz ist. Wer holt denn? Achso, wir müssen alle in die gleiche Richtung vom Abholen her. Ja, so genau. Ungefähr, ja. Wenn mich nicht Wer ganz muss alles holen? Täuscht. Ja gut, dann fahre ich halt vor. Wollte gerade sagen, ihr solltet euch schon einigen. Ja, ich stehe einfach weit hinten. Ich kann da nicht viel für. Genau, immer schön raushalten, ne? Ja, und ich fahre nur im Weg und ich kann doch auch nichts dafür. Doch, ich kann was dafür. Der kippt leicht übrigens. Es ist beruhigend. Warte mal, wir sind in England. Wir fahren links, wie es scheint. Wer muss denn hier zu Post Vorteil ist Beat? Daran, dass der Wer muss zu Post Beat? Ich. Ich glaube, und ich Carsten auch. Auch. Das glaube ich nämlich. Was macht ihr da? Andi, du rollst rückwärts. Die Wirkung kippt wirklich sehr leicht. Irgendwie fährt mein LKW nicht mehr. Ich muss da auch links rein. Hallo, fährst du mal? Josh? Ja. Weißt du, was der Vorteil an dem E-Weg ist? Jetzt los. Ich presche an euch vorbei. Du kannst auch jemanden aushebeln, rein? Weil muss der so kantig sein? Ist. Keiner ist hinten reingefahren, du bist rückwärts gerollt. Du! Ja, was? Carsten beschwert sich immer, dass ich nicht auf Bremslichter achte. Ja, ich hab die nicht mehr gesehen, die Bremslichter. Ich glaub, mein Wartungszustand ist irgendwie gerade nicht der beste. Irgendwie fährt das Ding nicht. Der chinesische Minister Wartung. Hast du nicht gewartet? Hast du zu lange gewartet Doch, damit? Eigentlich schon. Mit dem Warten sollte man nicht warten. Da steht ein Yatak-Trailer. Ein Yatak-Trailer mit einem Helikopter. Warum hast du einen Helikopter? Und wo ist meiner? Nein, ich hab einen Helikopter. Wo ist meine Gabelstapler? Deiner steht genau in meinem Trailer drin. Warte ich mal, bis du weg bist. Du hast Stapelgabel. Nö, du warst als erster hier, wenn, dann fängst du an. Nee, du bist aber schon direkt. Nee, nein, du warst zuerst hier, dann nicht mehr. Ach stimmt, da steht beinahe auch mit den Gabelstaplern. Ja, mit den Stapelgablern. Hä, wo sind die hin? Sind die hinten das ausgefahren oder was? Stapelgabler. Nee, die sind da hinten abgebogen links, weil die da abholen müssen. So. Ach, hinten links? Ja, da habe ich jetzt hier meine Gabelstapler. Wunderschön. Dann, ich dachte, die wären hier hinten links rein. Ach, die sind aber unglaublich schön. Wir sind bei Postbeat drin. Seit wann gibt's im ETS eigentlich Standgas? Was machst du da? Gab's das schon? Da hinten links rein. Ich denke, da müssen wir jetzt... Nee, ich muss jetzt hier gleich links. Also wo ich hinfahre, oder was? Also ich muss jetzt quasi hier rein. Ja, genau. Ich folge euch einfach mal. Ja, und wo sind die anderen beiden? Die werden jetzt hier rein. Ich hab gerade mal gefragt. Die holen woanders ab. Wir waren bei Postbeat und haben unsere Fracht abgeholt. Fahr einfach mal dem Josh hinterher, der weiß, wo es lang geht. Ja, ich hab die anderen beiden jetzt im Blick gerade. Oh, ist rot gefahren, Josh! Nee, da war noch grün. Bei mir war rot. Nee, es war auch schon gelb, aber ist okay. Rot, nee, gelb, war grün. Bei ja, mir war aber rot, nein, aber ja, aber gelb. Nein. So, wir fahren nach Passnan. Nach Pissnan? Soll ich da auch reinfahren? Kann man da wenden? Nee, da kann man sehr schlecht wenden. Das ist die enge Firma, die so nee, hast. Da ist genug Platz, Josh, du kannst ruhig reinfahren. Ah, das sagt mir von Iveco-Fahrer zu Iveco-Fahrer. Ich fahre Renault. Wir ja, aber generell nach. So, von generell Iveco-Fahrer. An die Iveco, Renault, so alles das Gleiche. Ja. Oh. Ja, alles das Gleiche. Das ist der Next-Gen-Games-Trailer. Aber ich glaube, das Problem ist, ich sehe nix. Ich mit dem langen Ding da an der Seite andocke. Ja, Josh hat nie ein langes Ding. Ja, irgendwann docke ich das an der Seite an. Ich dreh mal hier irgendwo und dann. Der Jam ist runter auch da ab. Da guck ich mal, ob ich da so. Ich hol auch hier ab. Wo hab ich denn hier für ein hässliches Ding? Wer transportiert denn hier? Was ist das? Fernseher? Fernseher? Das ist eine Klimaanlage. Ach, Aircooler. Fernseher. Fernseher. Bin aber riesen Fernseher, ey. Kommt man da rum? Was hast du denn da für komische Gedöns? Hui, da kommt man wunderbar rum. Tampons. Druckbehälter, auch nicht schlecht. Druckbehälter. Wenn du mal wieder Druck hast, dann kannst du den da abladen. Hast du Druck auf Leitung, was? Druck auf Säule.
Josh, was fährst du? Fährst du Stradis oder Highway? Ich fahr. Ne, Highway gibt's hier nicht. Hier gibt's nur Autobahnen. Nee, Highway ist der. Der Hiwai. Iveco Stradis Active Space, super. Dann bist du derjenige, der die. Dann bist du der Iveco mit der männlicheren Hupe. Hoho, ich hab die männlicheren Hupen. Das finde ich. Bin ich gut. Du hast männliche Hupen. Das passt irgendwie nicht, männliche Hupen. Carsten, was fährst denn du? Ich fahre Klimaanlagen, damit mir nicht warm wird. Ach so. Geil. Carsten ist so eine coole Persönlichkeit. Ja, ich bin voll die coole Sau. Dann brauche ich ja keine Klimaanlage. Da habe ich jetzt mitgerechnet. Ja, dann brauchen die ja gar nicht. Doch, ich stehe aber irgendwie auf der Straße. Kann das sein? Ja. Ich auch. Wie wäre es, wenn wir irgendwie fahren würden oder so? Die Ampel ist rot. Wie wäre es, wenn ihr trotzdem fahren würdet? Also, ich würde sagen, Hamburg, Bremen. Stettin. Nee, erst Bremen, dann Hamburg, oder? Bremen, Hamburg, ja. Das heißt, Bremen, ich fahre vor. Bremen, Hamburg, Berlin. Theoretisch. Ja, wer ist dieser Theoretisch? Den kenne ich gar nicht. Bremen. Wisst ihr was? Ich markiere mir das einfach auf der Karte. Eben mache ich auch gerade. Bremen, Hamburg. Und dann. Ja, aber ihr braucht doch nichts markieren, weil wir fahren ja nicht. Ja, aber gerade dadurch, dass wir gerade stehen, ist das, finde ich, voll super. Da können wir wunderbar Sachen markieren. Ah, ja. Nummer 73 an alle anderen Trucker. Hier ist gerade Stau. Wie wäre es, wenn wir einfach trotzdem fahren würden? Weiter. Oh, es geht weiter. Jetzt habe ich Der Andi hat voll die Grünphase verpennt. Aber er ist doch eine fahrende Grünphase. Ah, cool. Es ist jetzt einen Meter weiter gegangen. Eben, Andi ist eine fahrende Grünphase. Ich warte darauf, wer vorfährt. Ja, fahre doch einfach Gefolge. Nein, ich muss jetzt hier Schnauze da hinten! Ich muss jetzt in die Map rein. Uriniere dich in Portugesäßöffnung. Ach, schön. Andi, du rollst rückwärts. Könnt ihr mal fahren? Jetzt sehe ich wenigstens die Ampel. Hey Josh, sollen wir außen rum fahren? Da sind wir schneller. Ja, ist echt so. Was machen die überhaupt da vorne? Wir stehen an der Ampel oder was? Ja, fahr doch einfach. Wir werden gleich gekippt. Andi, grüner wird's nicht. Auf der Autobahn können wir dann die Reihenfolge regeln, aber jetzt fahren wir erstmal. Genau, wir sind nämlich in einer ganz, ganz doll engen Stadt hier. In Schwanensee. Und weder bleibt es einer stehen, und wenn die Ampel rot wird, dann Carsten, du bleibst stehen. Nee, ich bin ja drüber. Es ist beruhigend. Josh, wehe, du bleibst stehen. Oh, das ist rot! Leute, ich ärgere die gerade ein bisschen mit meiner Premium-Edition hier. Das ist blöde, das macht Premium-Edition. Ja, voll Premium. Aber man fühlt sich echt, wenn man Iveco oder Renault fährt, fühlt man sich irgendwie anders, muss ich sagen. Pass auf deine Premium, ne? Da fühlt man sich billig. Ein bisschen Premium fühlt man sich. So plastikmäßig. Billig in Plastik umhüllt. Man fühlt sich billig Premium, ja, also. Ja, das ist immerhin die Premium-Qualität unter den Billig-Qualitäten. Ja, was denn? Wir sind in England, deswegen fahre ich jetzt links. Ja, man muss auch schon links fahren. Fährst, du bist ja ein linker Bursche. Mit zwei Rädern schon rechts. Dem Cody kannst du es auch nicht recht machen. Nee, kannst du auch nicht. Mal links, mal rechts. Ja, ist voll eine Kurve. Ist eine Kurve, James. Ist eine Kurve. Guck mal, hier liegt wieder die Imkerwende. Was liegt da? Eine Kurve. Ah. Eine Kurve. Und Imkerwende. Imkerwende? Nicht Imker. Was haben die Imker damit zu tun? Das sind Bienenzüchter. Das sind Bienenzüchterwände. Das sind die mit den Drohnen. Ja, genau. Das sind die Bienenzüchterwände. Nein. Hallo, die sahen so aus wie ein Bienenzock. Die haben keine Drogen. Wer ist Droge? Was? Das sind die Holländer mit den Drogen. Der hat doch Drohnen gesagt. Aber wir verstehen heute alles falsch. Drohnen, die uns? Wem wollt ihr drohen? Ja, mit was drohnen die uns denn? Voll die mit Drohnen. Hab ich eigentlich den Chicoten-Konvoi? Nee, den Chicoten-Konvoi? Den Kojoten-Konvoi? Ich meine Chaoten-Konvoi. Habe ich den Tag eigentlich? Ja, ich glaube schon. Ich sehe das nicht. Bin der Meinung, du hättest den. Ja, ich habe ihn nicht gesehen. Ich bin hinter Andi. Hi, Andi. Okay. Ich habe den nicht gesehen. Was denn? Den Tag? Den Tag. Den Jahr-Tag. Du hast den Tag nicht gesehen. Was hast du nur gemacht? Geschlafen? Nee, eine Augenbinde drauf gehabt. Okay. Ich mach schon mal das Licht an, das wird dunkel. Josh, wieso bist du schneller? Weil ich eine Iveco habe. Und eine leichtere Fracht vielleicht. Guck mal einer an. Ich dachte, ich hätte Tampons. Weil ich LKW fahren kann. Ja, Andi, wer weiß, ob das... Was sollen wir denn an deinem gucken? Ich hab an meinen Druckbehältern zwei dicke Schläuche. Ja. Ja, Andi? Ah, mein Tracker spinnt heute schon wieder. Ne, Tracker hat keiner mit. Und B, ja, aber vielleicht sind die Tampons schon benutzt. Ja, deswegen meine ich ja, die sind ja vielleicht was schwerer.
Ja, das wahrscheinlich so tropfen die schön hinten raus. Abfalltransporte. Nee, ich sag, wenn das rot wird. Was, das Tambon? Nee, das Straße. Oh. Weil mein Navi ist nämlich schon rot. Da rumpelt gerade so ein Iveco an mir vorbei. Ich war sehr weit rechts. Ich kann LKW fahren manchmal. Das Geilste ist, Cody sagt immer, ja, der Andi sagt oft, oh. Und dabei sagt er jetzt heute als erster schon, oh. Ja, das Problem ist, der Carsten ist an mir vorbeigefahren, von dem habe ich nichts gehört. Und da kommt so ein Josh. Der Josh fährt an mir vorbei und es macht. Der ist ja so viel lauter, der Iveco. Ja, der Carsten fährt mit einem leisen Euro 6 Actros und ja, der Josh fährt mit einem. Der Carsten, ja, der Euro Carsten 5 hat ist Arthrose, er voll schlimm. Das ist in dem Alter der Arme. Ja, dann hab ich aber Arthrose-Intoleranz. Wie? Du hast im ETS Singleplayer hattest du mal eine Arthrose. Den hab ich immer noch, weil mir zu teuer ist, einen neuen zu kaufen. Ach Quatsch. Verkauf den doch. Nein, wenn, dann gebe ich dir einen Mitarbeiter mit. Ah, dann brauche ich aber Geld, um meine Garage noch zu vergrößern, auf 5 Plätze. Oder mir eine neue zu kaufen. Aha. Ja, so ganz klappt das mit dem Iveco nicht, ne? Hey, wir sind doch jetzt auf Höchstgeschwindigkeit, oder? Ich fahre 110, ja. Ich fahre auch 110. Höchstgeschwindigkeit bei Iveco ist 50? Ihr solltet euch du fährst auch Innenkurve hier, das ist gemein, das ist Cheating. Du fährst ideal jetzt die rechten beiden Spuren. Ja, ich bin schon rechts, du kannst also rüber. Warum rast ihr eigentlich so? Ich will mal den Iveco austesten. Ich fahr's doch gar nicht. Ich fahr 110. Ich seh Andi ganz gut. Ja, ich kann laut euren Kommentaren ja auch nicht rasen, weil ich Iveco fahr. Also ich hab jetzt mal auf 100 gestellt. Was? Ich fahr 110? Ja, ich fahr auch 110. Du hast auf 100 gestellt? Ja, weil der Andi nicht mitkommt. Ja, ich komm auch nicht mit. Hallo, ich hab gebrauchte Tampons drauf, ich kann nichts dafür. Ja, deswegen, ja. Deswegen machen wir mal ein bisschen langsamer. Ich bin jetzt auch noch nicht so gut hinterhergekommen, weil ich einen schweren Helikopter hinten habe. Ich habe die Ventilatoren mal ausgemacht, die geben ja noch extra Schub. Gut, Cheater. Ich habe jetzt auch mal auf 100 gestellt. Dann machen wir mal 100 und zwar in 3, 2, 1. Ja, ja. So. Ja, genau. Jetzt habe ich auch gesagt. Was ist mit Affen? Hast du es schön so ausgedacht, ne? Ja, Cheater, schön. Erst vorbeiziehen Cheater und dann auf 100 stellen. Ach, Andi, da vorne sehen wir sie doch. Die sind doch gar nicht mehr. Ich sehe euch auch schon wieder im Rückspiegel, ja. Ich auch. Ich sehe euch da vorne im Rückspiegel. Genau. Was du sehen nicht Fehler. Komm, ihr, ich mach dir Licht. Ist zu hell geworden. Oh, danke. Werd das Fernlicht an. Ich habe nicht im Licht gebeten. Mal ein bisschen Licht machen, dass er wieder was sehen kann. Ist, damit ich eine Einleuchtung kriege. Ja, tatsächlich. Eine Erleuchtung. Nein. Ah! Was denn? So du kurz vor mir rüberziehen. Du imitierst den Andi. Ja, du fährst auch 100, oder nicht? Was ist mit mir? Ja, natürlich fahre ich 100. Ja, da kannst du ja nicht schneller sein wie ich. Als wie, ja, scheinbar schon. Als wie ich, Carsten. Nein, wie ich. Scheinbar, Carsten, du fährst scheinbar an die 100 km/h und ich fahr 100 km/h. Dann mache ich jetzt mal 105 km/h. Vorsicht, ich komme von hinten. Das? Mit deinen gebrauchten Tampons. Ja, das wird jetzt spannend. Ich bin mal auf der linken Spur, ne? Ach, eine Warnung an alle, ich bin auf der ganz linken Spur, Vorsicht, neben dem Standstreifen. Es ist jetzt fahren wir drei Leute auf drei Spuren. Wand. Wie er anfängt zu singen, drei Spuren. Ja, ich hab gesagt, es wird spannend. Oh, eine Brücke. Boah. Samt einer Wand. Oh, eine Brücke. Leute. Oh, eine Brücke. Oh, eine Brücke. Über sieben Brücken musst du fahren. Mein Tracker. Ach so, oh, Geschwindigkeitsüberschreitung. Wenn du auch Leute sagst, dann denken wir hätten was falsch gemacht. Ja, ihr hallo, macht Carsten. Ja generell alles falsch. Was macht ihr da vorne? Ja, hallo. Wir machen tolle Überholmanöver. Ich hab Angst. Also eigentlich kann man das nicht hinterher in der Slow Motion irgendwie machen oder so? Nee, kostet Andi, Bänder. Weißt du, was wir machen? Wir zeigen dir, wie man LKW fährt. Wie man nicht LKW fährt. Ich glaube, ich muss gleich... Cool. Jetzt reicht das, mach ich das Ding aus. Ich mach jetzt einfach mal hier die 8-Ansicht. Wäre der Fahrzeug Wer ist da jetzt? Ich muss auf die mittlere Spur... Dems Coyote. Muss ich jetzt... Wild E Coyote. Auf die mittlere Spur... Ja, Wild E Coyote. Mein Navi sagt hier aber jetzt gleich hier links. Ja, wir müssen auch abfahren. Ja, was? Achso, abfahren. Ja, sag das doch, dass wir abfahren müssen. Nein, du musst deinen LKW an der Leitplanke aufspalten in zwei Hälften. Ach, wie ist ein Atom aufspalten, oder was? Da hat der ja schon mal Glück gehabt, dass ich ihn reingelassen habe. Ach, danke schön. Du hast ihn reingelassen. Teil der Ladung, Julian. Ja, aber nicht... Ach, guck mal, er bedankt sich mit einem Warnblinker, wie süß. Ja, ist das Glück. Wir müssen nochmal raus. Was ist mit Teilen der Ladung, Andi? Das nennt man geteilte Ladung, Mann. Teile der Ladung könnten, geteilte Bürger Ladung, halbe Ladung. Laut meinem Navi müssen wir schon wieder abfahren. Ja, wir müssen schon wieder abfahren. In der Tat. Ey, das ist voll Premium mit der 8er. Was tat der Inder denn? Ja, der fuhr hier auch ab. Der Inder? Jetzt bin ich gerade beim Iveco in Kurven austesten. Das funktioniert aber noch ganz gut mit 70 in der Kurve.
Ja, du ja, das, nicht das ging, auch mit, ging auch mit 80, Josh. Das oder geht auch mit 100. 85. Ja, das probieren wir einfach. Wir tasten uns langsam ran, bis ich dann irgendwann mal umkipp.